Moin, herzlich willkommen hier zur Sonntagnachmittagsausgabe von unserem Let's Play. Die ganzen Eckdaten kennt ihr, keine neue Map-Version, nicht auf einmal Gräben oder so, und wir sind auch nicht auf einmal in Sibbers Husum oder was weiß ich wo. Wir sind immer noch schön auf der guten alten nordfriesischen Marsch. Und ja, neue Aufnahmesession. Ich hatte ja bei der Session für die Folge von heute Morgen hatte ich ja leichte Probleme. Da ging ja auf einmal, konnte ich ja nichts mehr wirklich machen. Und ja, jetzt eine neue Session. Zwischendurch geschlafen. Und ja, alles gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwo hatte sich hat sich so ein bisschen, ich sag jetzt mal, verkeilt. Mal gucken, wie wir ihn da am dümmsten wieder rauskriegen. So. Der fährt dann auch autark. So. Der eine Cargoline, der im Verkehr feststeckt, das ist okay. Der wartet am Überladewagenpunkt und kann eben nicht weiter. So, was haben wir denn noch für Felder, wo wir mit dem Drescher anfangen können? Es ist alles erntereif. Das ist sehr schön. Da unten gibt es eine Mega-Mais-Session wieder. Da fahre ich doch mal rüber. Mache ich das doch mal. Komm, steigen wir da ein. Ran, sonst sehe ich nichts. So, ich müsste hier eigentlich irgendwo noch ein Cargos stehen haben. Hätte ich jetzt so gedacht. Ich hatte hier früher immer noch einen. Ah, da stand er doch, oder? Ja, da steht er ja. Gar nicht gesehen im Dunkeln. So, aber auch da arbeite ich, glaube ich, mit zwei Überladewagen. Mit zwei Abfahrern, weil die Wege einfach so weit sind. Nachher. Hier unten viel zu viel Platz. Ich jetzt persönlich. Gibt natürlich sicherlich Leute, die hier unten auch alles voll stehen haben mit Fahrzeugen. Ich nicht. Oh, jetzt stecken sie da oben alle im Verkehr fest. Da muss ich mich mal eben erstmal rein switchen. Schon steckt er nicht mehr im Verkehr fest. Ja, da kann ich auch hier rausgehen. Das geht ja viel einfacher. Genau. Wir fahren jetzt mal runter auf die kleine Insel.
Und sehen mal zu, dass wir da nicht zu schnell fahren, sonst kommt der Drescher nicht hinterher. Einmal um dieses komische Feld rumfahren, naja, egal. Ach, der Terrados da oben hat keinen Abfahrer. Okay, ja, der Drescher hat es nicht geschafft. Dann kann ich jetzt auch schneller fahren. Dann ist es jetzt auch egal. Dann muss ich den gleich eh nochmal fahren. Ja, ich hätte jetzt natürlich auch gleich einen Überführungskurs aufzeichnen können, ne? Ist richtig. Habt ihr recht? Hätte ich machen können, habe ich aber nicht. Ich wollte ja eigentlich auch schon längst mal wieder mit Headtracking spielen. Aber irgendwie habe ich das gestern probiert, es funktionierte nicht mehr. Ich muss mal schauen, wie ich das hinkriege. Ich glaube, ich muss mal hier meine Karte durchsuchen, mein Safe Game nach Dingenskirchen. Nach Paletten, die unter der Karte feststecken. So wie das hier ruckelt. Mann, Mann, Mann. So, ich werde die Gerste, die ich gleich ernte, auch nicht direkt zur Brauerei bringen, sondern ich werde die erstmal direkt ins Hofsilo bringen. Und zwar in das Hofsilo am Haupthof. Gerste noch? Das ist Gerste? Achso. Ist noch nicht erntereif. Das ist natürlich was anderes. Hier wäre der Zwischenweg. Genau hingucken, dann sieht man es auch.
hier erst ist. Aber da brauche ich auch gar nicht hin, weil mein Abfahrkurs fängt da hinten eigentlich an. Kein Weizen mehr im Farmsilo auf dem Haupthof. Das ist schon krass. Ja. Stell mich jetzt erstmal einmal hier hin. Switche mich hier oben in den Abfahrer rein. Den muss ich nämlich noch eben sagen, dass er auf Grasfeld 7, also auf Feld 107, seinen Abfahrer zu suchen hat. Und dann findet er nämlich auch plötzlich und fährt los. So. Sehr schön. Jetzt gehen wir wieder hier runter. Entschuldigung, dass ich lache. Ihr werdet gleich sehen, warum ich lache. Sehr, sehr schön. Überführungskurs, Rinder zum Hof. Ja, du sollst einen Überführungskurs machen. Ich weiß. So. Jetzt seht ihr auch wahrscheinlich, warum ich lache. Hat nicht so ganz geklappt mit dem Follow Me, oder? Mal gucken, wie ich den da wieder rausgezirkelt kriege. Oh Mann. Hatte der denn vor? Wollte er hier in den Rinderstall fahren oder was war das? Ist ja unfassbar. Um die Fehlermeldung, da mache ich mir jetzt erstmal gar keinen Kopf. Schaffe ich gar nicht mehr in dieser Folge da ganz hinzufahren. Und wieder hätte ich einen Kurs aufzeichnen können und hab's nicht gemacht. Oh Mann. Diese Richtung war auf jeden Fall sinnvoller zu fahren, da hier oben ja diese Abzweigung ist. So, ihr hört es, es ist vorbei. Leute, heute 16 Uhr. Großes Match
erste Folge zwischen Experience und mir, dem Friesenjungen, auf der NF Matchmap. Halbe Stunde. Schaut rein, ich zähle auf euch. Ja, und wie gesagt, ne, Likes, Kommentare, Abos immer gern gesehen, helfen mir, unterstützen mich, echt cool, echt super. Und in diesem Sinn sage ich dann jetzt erstmal ciao.